Darf ich mir vorstellen, mein Name ist Stefan Morawitz von der Firma Dynamic Perspective. Oh, danke. Und wir sind die Firma, die die Erstbefliegung eines Projektes mit einem UAV, dem bewilligten UAV, durchgeführt hat. Ich möchte mich an der Stelle gleich mal herzlich bedanken, Dr. Müller und Herr Kommissar Ernst, für die Einladung, hier kurz sprechen zu dürfen. Mein Referat wird um einiges kürzer sein, weil dieser Prozess der Bewilligung von Befliegungen mit UAVs noch im Gange ist und wir die ersten Erfahrungen erst vor ein paar Wochen gemacht haben. Das heißt, wir werden ein paar Minuten fertig sein. Über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die technischen Abnahmen haben meine Vorgänger jetzt gesprochen, da gehe ich jetzt absolut nicht drauf ein. Auch was Fragen betrifft, würde ich Sie bitten, sich direkt an die Fachleute diesbezüglich zu wenden, ACG, beziehungsweise auch der hier anwesende Aeroclub, Herrn Rögner. Zu meiner Person. Ich bin für die Produktion in der Dynamic Perspective zuständig, das heißt, ich habe diese Bewilligungen und diese Einverständniserklärungen einzuholen und eine Produktion zu managen. Das heißt, ich habe da eine gewisse Erfahrung, ich bin aber auch gleichzeitig der Obmann der UAVs GMUS in Österreich, unter denen viele, die kommerziell tätig sein werden und nicht so groß sind wie eine FACC oder wie ein Schiebe oder ähnliche Firmen, die auch anwesend sind, hineinfallen werden. Und Sie können sich gerne an mich wenden, wenn es um diese Fragen für kommerziell betriebene UAVs geht. Wenn ich die Antwort nicht weiß, kenne ich jemanden, der fachkompetent ist und diese Antwort sehr gut beantworten kann. Es handelt sich bei uns im Gerät um ein doch 60 Kilo schweres Gerät, NTOMAS. Warum? Das beantwortet auch gleich die Frage, warum wir ausgewählt worden sind. Bei einer Maximalgewichtsregelung von 150 Kilogramm bietet es sich an, ein Gerät so in der Mitte zu nehmen, um es das erste Mal zu bewilligen, sodass man sehr gut down, also auch upgraden kann, was den Bewilligungsprozess beschleunigt und erleichtern sollte. Das hat also einfach ein Zufall ergeben, dass wir halt dazu gekommen sind. Und dieses Fluggerät ist ein herkömmlicher Zweiblatt Hauptrotor, Heckrotor, Helikopter mit einem 60 Kilo insgesamt Gewicht, mit einer Payload von 25 Kilo und kann bis zu einer Stunde fliegen. Damit sollte es das auch schon sein. Die UAV-Abnahmen und Bewilligungen generell gliedern sich hauptsächlich in zwei Teile, weil ich das öfters gefragt worden bin und das nicht so klar aus den Unterlagen vielleicht herausgeht. Es gibt eine technische Abnahme, von der Sie jetzt schon ein bisschen was gehört haben, der Herr Lipitsch hat gerade referiert. Es gibt aber auch eine Betriebsbewilligung. Das ist die Bewilligung, die Sie einreichen müssen, wenn das Fluggerät eine Bewilligung hat, nämlich wenn Sie wirklich produzieren wollen. Das ist eine andere Abteilung in der ACG, die LSA für Lizenzen. Und die Herrschaften, die dafür zuständig sind, stehen jetzt gerade drauf, wenn Sie sich dann direkt an diese Herrschaften wenden und nicht an den Herrn Lipitsch, der hat, weiß Gott, andere Arbeit zu erledigen. Jetzt kommen wir zu einem Produktionsmanagement. Bevor Sie Kontakt mit der ACG aufnehmen, Sie haben ein zertifiziertes Fluggerät und Sie wollen fliegen, dann sollten Sie zuerst einmal die Frage stellen, welche Produktion soll es denn überhaupt sein? Und da sind die Kundenwünsche entscheidend und das, was Sie befliegen können überhaupt. Das klären Sie bei der Zulassung des Gerätes und so können Sie relativ einfach spezifizieren, wie hoch Sie fliegen dürfen. Zum Beispiel gibt es eine 150 Meter Grenze,
die Sie wahrscheinlich nur selten ausnutzen werden, eine Speed Limit von Ihres Gerätes selbst oder Flugareale oder Zeitabläufe. Gewisse Quadcopter können keine Stunde fliegen, das wissen Sie selbst sehr gut. Mit diesen Spezifikationen können Sie die Produktionen sehr gut planen. Ich habe ein paar Stichworte für die Produktion aufgeschrieben. Die Totale oder Close-Ups sind Aufnahmeverfahren, die gängig sind. Ich hoffe, ich bin da nicht so sehr ins Fachchinesische abgedriftet. Die Produktionsplanung selbst ist vor allem die örtlichen Bedingungen entscheidend, denn die minimieren bzw. definieren operationelle Einschränkungen, zu denen ich dann noch einmal kommen werde, weil sie sehr wichtig sind, weil ein Fluggerät UAV, CESA oder DORA zugelassen, wird es so schnell nicht geben. Das heißt, man muss da mit Limitierungen von Risiken arbeiten, um überhaupt eine gescheite Produktion hinzubekommen, wenn man jetzt nicht gerade 40-fach zoomen möchte, was wahrscheinlich für die wenigsten können in den Kameras. Die Betriebsbewilligungen sind vor allem ein Zeit- und ein Kostenaufwand, der nicht zu unterschätzen ist. Wir sind relativ spät bei unserer Erstbefliegung an das Thema herangegangen. Ich kann nur raten, das so früh als möglich zu machen, spätestens dann, wenn der Lieblingsschuss auch für richtig hält, dass das Gerät schon so weit ist und man abschätzen kann, dass es Befliegungen geben wird, sollte man sich mit dem Thema ernsthaft befassen und die Abteilung, das LSA in dem Fall, auch kontaktieren. In dem Fall, in der Befliegung, die wir hier hatten in Pastoren, haben wir uns natürlich mit der ACG gemeinsam diese Produktion geplant und haben uns auch bereit erklärt, sämtliche Produktionsdaten für die ACG zur Verfügung zu stellen, um gegenseitig einfach Erfahrungen zu sammeln, Vertrauen aufzubauen. Ich kann das auch nur empfehlen, ganz offen zu sein, und wenn Sie Daten, Videos haben, Telemetriedaten haben und die zur Verfügung stellen können in einer ansprechenden Form, dann ist der Austausch nur in Ihrem eigenen Sinne. Das heißt, für Sie gut, dann sieht man, wie Sie arbeiten. Der generelle Prozess und Etablierung von Produktionen und Achten von Produktionen ist noch im Entstehen und wird sich über das Jahr hinweg wahrscheinlich etablieren, sodass man wahrscheinlich Ende des Jahres das Verfahren so rationalisieren kann, dass dann auch die Kosten runtergehen in ein Level, wo man dann auch was verdienen kann. Das geht nicht von heute auf morgen. Gerade bei einer Zulassung kann es länger dauern. Wenn das Gerät schon zugelassen ist, dann dauert es natürlich viel kürzer, eine Bewilligung zu bekommen. Jetzt kommen wir zu diesen operationellen Einschränkungen, von denen ich vorher gesprochen habe. Die sind die Mittel, um überhaupt eine Produktion mit möglichst wenig Risiko zu betreiben. Der Flugbereich von 50 bis zu 50 Meter von menschlichen Infrastrukturen ist vollkommen klar. In diesem Bereich sollten Sie nie hineinfliegen. Auch im Bereich bis zu 150 Meter von Menschenansammlungen ist vollkommen zu verstehen. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, diese, sagen wir mal, Limitierungen mit einem Gerät zu unterschreiten, wenn man zum Beispiel nicht die 150 Meter ausnutzt, sondern wenn man zum Beispiel auf 20 Meter Höhe fliegt, dann ist der Fall, dass Sie, wenn der Antrieb ausfällt, viel kürzere Distanzen zurücklegen, bis der Vogel unten ist, als wenn Sie auf 150 Meter Höhe abstürzen. Dann kann es tatsächlich sein, dass Sie 150 Meter driften, bis der Vogel wirklich den Boden berührt. Wie er dann ausschaut, ist egal, aber er ist auf jeden Fall dann nicht mehr gefährlich, wenn er im Boden steckt. Und deswegen sollte man berücksichtigen, was brauche ich wirklich für eine Produktion? Muss ich wirklich von 150 Meter hoch oben fliegen oder reichen mir 20, 30 Meter auch? Limitationen sind natürlich auch die Fluggeschwindigkeit. Ja, wenn ich mit 150 km/h daherbrettere, dann werde ich auch bei 20 Meter
ziemlich viel Weg zurücklegen, bis der Vogel runterkommt oder am Boden aufgeschlagen ist und keinen Schaden mehr anrichten kann. Das heißt, diese Sachen, diese operationellen Einschränkungen sind zu bedenken und bei der Flugplanung zu berücksichtigen und auch dann einzuhalten, genau. Es wird gemeinsam mit der Behörde eine genaue Flugkorridor definiert, Flugsperrzonen, die dann auch genau definiert werden in Form von Google-Grafiken und Google Earth Grafiken, wo man genau anzeichnet, welcher Bereich geflogen werden darf und welcher nicht. Und da sehen wir so eine Karte. Der grüne Bereich ist der Bereich, wo wir fliegen durften. Der Pastoren teilt sich mit einer Bundesstraße die linke und die rechte Seite. Die linke Seite ist mit Häusern gebaut. Es gibt einen Parkplatz in der Nähe, wo natürlich genauso Leute stehen können. Das heißt, es gilt wie wenn dort Menschen stehen würden, auch wenn nur Autos dort stehen. Das heißt, überall muss ein Abstand, ein Sicherheitsabstand eingehalten werden und vor allem die Bundesstraße, die hier verlaufen ist, muss ein Mindestabstand eben von diesen 50 Metern eingehalten werden, weil wir von vornherein auf 20 Meter uns limitiert haben. Wir wollten nicht höher fliegen, für uns hat es in dieser Produktion keinen Sinn gemacht und nach Adam Ries und Everts Werk, also berechnet, kann man das relativ einfach darstellen, dass ein Fluggerät, das sofort den Antrieb rausgeswitcht bekommt mit einem kleinen Finger, zeigt, diese 50 Meter Sicherheitsabstand nicht zurücklegen kann. Gerade bei 60 Kilo kommt das runter wie ein Stein und wird wahrscheinlich immer 34 Meter zurücklegen. Das heißt, das war dann safe und so konnte man gegenüber der Behörde auch gut argumentieren, das wäre eine Produktion, die sicher ist. Wohlgemerkt kommt es immer darauf an, wie sie sich gegenüber der Behörde verhalten, wenn sie offen sind, alles offenlegen. Und wir haben das getan mit einem Produktionsbericht im Nachhinein, mit zur Verfügungstellung der Telemetriedaten, der Videos, was auch immer, damit die Behörde sehen kann, wie wir arbeiten, beziehungsweise was für kleine Fehlerchen passiert sind. Ja, wir haben so und so eine Meldepflicht bei schwierigeren Vergehen, wie zum Beispiel Aussetzung des Betriebswerks oder Funkprobleme oder ähnliche gravierende Sachen, aber auch weniger gravierende Sachen im Sicherheitsbereich müssen gemeldet werden. Das heißt, man kommt so und so nicht darüber hinweg, das offen zu legen und so kann man gleich offen sein zur Behörde und das ermöglicht ein gewisses Vertrauen in den Bereich und wir sind nachweislich nach den Telemetriedaten nur in diesem Bereich geflogen, wobei hier der 250 Meter grüne Bereich der untere Bereich ist, wo er genügend Zeit hatte, sich bequem zu drehen und wieder zurückzukommen. Das heißt, er hat sich in Wirklichkeit nur in diesem Bereich aufgehalten. Das ist wie gesagt die allererste Befliegung. Ja? Es wird über die Zeit hinweg eine bessere Situation herrschen, wo man vielleicht mit diversen Sicherheitsmaßnahmen näher ran kann. Aber es war, glaube ich, eine erfolgreiche Produktion. Und ich bitte Sie zu entschuldigen, dass wir jetzt keine Videos davon zeigen, von dieser Produktion, weil die natürlich rechtlich den Auftraggeber, die Rechte der Auftraggeber hält und wir das nicht benutzen wollen. So gesehen steht einer Produktion mit Drohnen, wenn sie einmal ordentlich zugelassen sind, beziehungsweise bewilligt sind, weil Zulassung gibt es nicht, eine Bewilligung, eigentlich nichts mehr im Wege. Der Schlüssel des Erfolges ist eigentlich die gute Zusammenarbeit und da möchte ich mich auch an der Stelle herzlich an Herrn Lieb bedanken und auch an den Herrn Mittel bedanken, dass das so gut geklappt hat, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Leute zu finden, die das innerhalb der Behörde auch, ich sage mal, treiben und nicht gegen einen sind. Weil, oder? Ja. Naja, dass sie uns positiv gesinnt sind, also der Lipitsch ist der Industrie positiv gestimmt, nicht negativ. Das wollte ich damit wirklich ausdrücken. Ja, Gott sei Dank, ja. Genau. Das war es im Grunde genommen schon. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.